Ich glaube, nahezu jeder Mensch aus der LGBTQ+-Community hat schon mal körperliche Gewalt erfahren. Ob das ist, dass jemand einem den Weg abschneidet. Ich wurde zum Beispiel schon mal bespuckt, geschubst. Freunde von mir wurden zusammengeschlagen, einfach nur weil sie hohe Schuhe getragen haben. Wir als Menschen müssen uns weiterentwickeln. In unserem Denken und in unserem Verhalten. Sobald man eine Phobie gegenüber zu einem neuen, sich entwickelnden Standard-Denkmuster unseres Umfelds an sich selbst erkennt, so hat man doch die Aufgabe, nein, eher die Pflicht, an dieser Phobie zu arbeiten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Show Deutschlands, bei der wir uns für nichts bedanken. Begrüßen Sie bitte mit mir Ihren Lieblingshost Parshat. Herzlich willkommen bei Danke für nichts, meine Damen und Herren. Das billig produzierte Late-Night-Format, in dem wir wirklich wichtige Themen behandeln und uns bei einigen für nichts bedanken. Wir töten dich, weil du schwul bist. Das sagten Angreifer zu Samuel Luis M. in jener Nacht auf der Hafenpromenade in La Coruña, Spanien, während sie auf ihn eingeprügelt haben. Derart gewaltsam, sodass er an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus in derselben Nacht noch starb. Bisher wurden vier verdächtige Personen festgenommen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Drei Männer und eine Frau zwischen 20 und 25 Jahre alt. Trotz Überwachungskameras, die diese schreckliche Tat auf der Promenade gefilmt haben, wurden noch nicht alle festgenommen. Insgesamt waren es sieben Angreifer. Ich selbst habe das Video, das durch sämtliche Social-Media-Kanäle kursiert ist, gesehen. Das Video, in dem man hilflos mit ansehen muss, wie die Angreifer unaufhörlich auf Samuel einschlagen. Zu siebt. In dem Video sieht man Samuels zappelnden Beine. Obwohl er die ganze Zeit völlig hilflos und anschließend regungslos auf dem Boden lag, haben sie immer weiter auf ihn eingeprügelt. Er konnte sich nicht verteidigen, nicht schützen, gar nichts. Und jede Hilfe im Krankenhaus kam zu spät. Nun wird in den spanischen Medien und von den spanischen Ermittlern selbst diskutiert, ob es überhaupt ein Hassverbrechen bzw. ein Verbrechen aus homofeindlichen Hintergründen war. Und das, obwohl seine Freundin, die kurz vor und während des Verbrechens noch mit Samuel per Videocall kommuniziert hat, Dutzende homofeindliche Aussagen im Hintergrund von den Angreifern selbst gehört haben soll. Die Süddeutsche berichtet, solange der Fall nicht aufgeklärt sei, wolle er nicht darüber spekulieren, ob es in Spanien ein Problem mit Homofeindlichkeit gäbe, sagte der Regionalpräsident Galiciens Alberto Núñez Feijóo im spanischen Radio. Es gäbe vielmehr ein Problem mit der Irrationalität jener Täter, die Samuel L. getötet haben. Zitat: Ich weiß nicht, was seine sexuellen Neigungen waren und ich glaube auch nicht, dass das relevant ist. So Feijóo. In den sozialen Netzwerken erhält der Konservative für diese Aussage nun deutliche Kritik. Homophobie. Mittlerweile ist das Wort Homophobie nicht mehr das korrekte Wort, sondern Homofeindlichkeit. Das habe ich selbst erst vor kurzem von meinem wundervollen Kollegen Marlon gelernt, den ich später hier als Experten begrüßen darf. Das Wort Homophobie, also Homofeindlichkeit, ist in der Literatur zum ersten Mal Ende der 60er Jahre aufgekommen. Damals veröffentlichte der jüdisch-amerikanische Psychologe George Weinberg einen Artikel, in dem er den Begriff zum ersten Mal verwendete und somit prägte. Er definierte Homofeindlichkeit als eine Art Störung im Gehirn, dem der Empfindende mehr oder weniger ausgeliefert sei. Eben halt wie bei einer Phobie. Das hört sich so an, als könne man nichts für diese Phobie, oder? Hört sich so an, als wären homofeindliche Menschen unschuldig in ihrer Ader. Aber das stimmt meiner Meinung nach nicht. Homosexualität, die LGBT-Plus-Community, diese erfreuliche Bewegung, Liebe zwischen allen Geschlechtern untereinander zu normalisieren, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, als Standard im Denkmuster unserer Gesellschaft anerkannt zu werden. Wir als Menschen müssen uns weiterentwickeln. In unserem Denken und in unserem Verhalten. Sobald man eine Phobie gegenüber zu einem neuen, sich entwickelnden Standard-Denkmuster unseres Umfelds an sich selbst erkennt, so hat man doch die Aufgabe, nein, eher die Pflicht, an dieser Phobie zu arbeiten, oder? Vor allem bei Homofeindlichkeit. All diese Gefühle der Ablehnung, des Ekels, der Unsicherheit, der Feindseligkeit muss man umwandeln können, zumindest in Akzeptanz. Homofeindlichkeit lässt sich im sozialpsychologischen Kontext in drei Komponenten einteilen. Affektive, kognitive und verhaltensbezogene Homofeindlichkeit. Bei der affektiven Komponente verhält es sich wie folgt. Der Anblick von zwei Homosexuellen, die sich auf der Straße in der Öffentlichkeit küssen, löst in einem ein unangenehmes Gefühl aus.
Affektives Verhalten bedeutet eine kurze, impulsartige, plötzliche Gefühlsregung. Die kognitive Homofeindlichkeit bedeutet, dass man grundsätzlich die gleichgeschlechtliche Ehe oder andere Rechte für homosexuelle Menschen ablehnt. Etwas Kognitives weist auf das grundsätzliche Denken eines Lebewesens hin. Und dann gibt es da noch die verhaltensbezogene Komponente der Homofeindlichkeit. Das bedeutet, jemand meidet beispielsweise aktiv den Kontakt zu homosexuellen Paaren. Das beste Beispiel für Homofeindlichkeit vom Feinsten? Die Aussagen von Prinz Markus von Anhalt in einer deutschen TV-Sendung, das sogar rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen kann. Völlig besoffen äußerte er sich immer wieder gegenüber der Drag Queen Katie Bam, dass er Homosexualität, Zitat, abstoßend und nicht normal finde. Ich zitiere nochmal den Helden: Du bist ja eine Schwuchtel, es ist eklig, wenn sich zwei Männer küssen. Das ist Fakt und da stehe ich zu. Da hat der feine Herr Prinz aber ganz schön einen Zacken in der Krone, würde ich mal sagen. Laut Sigmund Freud deutet eine so ausgeprägte homofeindliche Einstellung oft darauf hin, womöglich selbst homosexuell zu sein. Eine seiner Abwehrmechanismen ist die Projektion, der zufolge wir besonders das bei anderen wahrnehmen, was wir bei uns selbst nicht wahrhaben wollen. Klingt erstmal absurd, aber Tests im Labor haben tatsächlich eine Tendenz erkannt. Amerikanische Psychologen zeigten männlichen Probanden pornografische Filme mit homosexuellen Männern. Bei Versuchspersonen, die in einer zuvor durchgeführten Befragung homofeindliche Tendenzen gezeigt hatten, beobachteten die Forscher in 54% der Fälle sexuelle Erregung. Bei nicht-homofeindlichen waren es hingegen nur 24%. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man schon Kindern Toleranz gegenüber Homosexuellen beibringt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, Kinder von der Vielfältigkeit der möglichen Lebensweisen vermeintlich beschützen zu wollen. Es wird darüber gestritten, ob es zumutbar ist, Kindern und Jugendlichen an den Schulen über unsere sexuelle Vielfalt zu erzählen und aufzuklären. Warum stellt man das als Problem für die Kinder dar? Inwiefern sollte es Kinder durcheinander bringen, wenn man ihnen etwas über Menschen erzählt, die sich lieben? Je selbstverständlicher dieses Thema besprochen wird, desto gelassener werden Kinder damit aufwachsen und in zahlreichen Fällen ihre, vielleicht später entdeckte, Homosexualität nicht als Problem sehen. Schauen wir uns den Fall aus 2014 von Nickelodeons beliebter Serie Avatar: Herr der Elemente an. In der allerletzten Folge sieht man die Hauptcharakterin Avatar Korra, wie sie sich händchenhaltend mit ihrer Freundin Asami auf dem Weg in eine andere Welt macht. Ursprünglich war es vom Autor Brian Konietzko gedacht, dass sich die beiden Frauen in der Schlussszene küssen, um die Romanze der beiden Freundinnen, die sich erst so im Laufe der Serie entwickelt hat, endgültig offiziell zu machen. Nickelodeon allerdings stufte das Ganze ein bisschen schwierig ein. Konietzko erklärte, dass es ungeschriebene Regeln gäbe, bezogen auf das Präsentieren von gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Shows für Kinder. Nickelodeon erklärte den Machern von Korra so von wegen, also Frauen, die sich küssen, das überschreitet Grenzen. Aber das Händchenhalten beider Frauen, Korra und Asami, in der Schlussszene war eine Art Mithilfe für die Revolution für Queer-Beziehungen in Shows für Kinder. In Adventure Time, Abenteuerzeit mit Finn und Jake zum Beispiel, sind Queer-Beziehungen on screen. Anderes recht aktuelleres Thema. Die EM ist vorbei, aber was neben dem Gewinner Italien noch in Erinnerung bleibt und bleiben wird, ist die traurige, traurige Aktion der UEFA. Der Münchner Stadtrat hatte die bunte Beleuchtung, Regenbogenfarbenbeleuchtung, der Allianz Arena beantragt. Beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. Ein Zeichen für Toleranz sollte gesetzt werden. Die UEFA lehnte den Antrag ab. Der Münchner Stadtrat hatte vor, ein Zeichen des Protests gegen das vor kurzem verabschiedete Gesetz des ungarischen Parlaments zu setzen. Das Parlament in Ungarn entschied nämlich, die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einzuschränken. Waren der UEFA die sportlichen Vorteile und Partnerschaften mit und in Ungarn mehr wert als die Unterstützung der LGBT+-Community? Anscheinend schon. Traurig. Um den Kern von Homofeindlichkeit genauer zu verstehen, habe ich selbstverständlich einen wundervollen Experten eingeladen. Ich freue mich sehr. Hallo Marlon. Marlon, wie homofeindlich ist deiner Meinung nach Deutschland?
verglichen mit anderen EU-Ländern, so wie Polen oder wir haben es alle mitbekommen, was gerade in Ungarn abgegangen ist, ist Deutschland natürlich nicht ganz so homofeindlich wie zum Beispiel diese beiden Länder. Aber auch hierzulande gibt es immer noch genügend Themen, die unbedingt angegangen werden sollten. Zum Beispiel das Transsexuellengesetz, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und auch hierzulande ist es noch so, dass in ländlichen Regionen wir auch lange noch nicht so weit sind, wie zum Beispiel in der Großstadt. Wie bezeichnet man Menschen aus der LGBT-Plus-Community richtig? Die queere Community ist natürlich super vielfältig, verschieden, hat ganz, ganz viele Menschen unter sich. Und deswegen gibt es gar nicht ein Wort, das uns am besten beschreibt, sondern am besten, wir sind irgendwann einfach ganz normale Menschen und brauchen diese Zusätze gar nicht mehr. Bis dahin sollte man einfach Worte wie homosexuell, trans, nicht-binär als Adjektiv benutzen, so wie man das bei heterosexuellen Menschen zum Beispiel auch macht. Welchen homofeindlichen Satz hörst du persönlich am häufigsten und welchen hast du am meisten? Ich habe so viele homofeindliche Sprüche schon gehört, ich kann mich gar nicht mehr an alle erinnern. Ich finde die aber alle gleich schlimm. Es gibt da keine Abstufungen. Egal, ob das jetzt nur ein Wort ist oder ob man körperlich angegangen wird, für mich ist das alles schlimm und darf einfach unter keinen Umständen passieren. Hast du schon einmal körperliche Gewalt aus homofeindlichen Hintergründen erlebt? Ich glaube, nahezu jeder Mensch aus der LGBTQ+-Community hat schon mal körperliche Gewalt erfahren. Ob das ist, dass jemand einem den Weg abschneidet. Ich wurde zum Beispiel schon mal bespuckt, geschubst. Freunde von mir wurden zusammengeschlagen, einfach nur, weil sie hohe Schuhe getragen haben. All das passiert heute noch. All das dürfte nicht mehr passieren. Deswegen müssen wir auf jeden Fall weiter auch darüber sprechen. Was würdest du einem homofeindlichen Menschen mit auf den Weg geben, der bereit ist, sich zu verändern? Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte nicht mehr homofeindlich sein und Menschen akzeptieren, wie sie sind, wie sie lieben, wie sie leben, sag ich natürlich, mega cool, mach das doch, besonders auch für dich, denn anderen Menschen weh zu tun, die zu beleidigen, die zu diskriminieren, rührt halt in den meisten Fällen nicht daher, dass man fein und cool mit sich selbst ist, sondern zeugt eher davon, dass man ein bisschen eine Baustelle mit sich selbst hat. Und wenn du schaffst, das zu reflektieren und zu gucken, dass du das vielleicht in Zukunft nicht mehr machst, heißt das natürlich dann im Endeffekt auch, dass du cooler mit dir selbst wirst und irgendwie anscheinend an dir selbst arbeitest. Und das ist natürlich mega. Marlon, stört es dich persönlich, wenn Menschen, vor allem Jugendliche, in ihrer Sprache zu etwas Uncoolem sagen, so von wegen, das ist schwul? Ich persönlich finde es total uncool, wenn irgendjemand zu irgendwas Uncoolem schwul sagt, denn das ist meine Sexualität. Ich fühle mich damit mega gut. Ich kann da gar nichts Schlechtes dran finden. Deswegen passt das für mich als Wort auch tatsächlich gar nicht. Und ich würde das eher als Kompliment sehen, wenn das jemand zu mir sagen würde. Die Personen, die das tun, sollten sich vielleicht einfach mal fragen, wie es wäre, wenn man etwas, was sie persönlich betrifft, zum Beispiel ihre Herkunft oder ihren Namen oder irgendwas anderes, was sie persönlich betrifft, als Beleidigung immer wieder verwenden würde. Und ich glaube, das wird den Personen dann selbst auch gar nicht so gut gefallen. Und Marlon, was glaubst du, wann wird unsere Gesellschaft toleranter gegenüber queeren Menschen? Also wie viele Jahre wird es deiner Meinung nach so brauchen, bis wir alle in der Gesellschaft tolerant sind? Es wird immer Leute geben, die uns nicht akzeptieren, die es nicht verstehen wollen. Aber die sind mir egal, weil ich in den letzten Jahren super krass gemerkt habe, wie die Toleranz uns gegenüber gestiegen ist, wie viele Menschen uns mittlerweile supporten, wie viele Menschen nachfragen und wie viele Menschen Allies sein wollen. Und das ist das, worauf ich mich konzentriere und wofür ich einfach unglaublich dankbar bin. Wie kann man als Straight Ally, also als eine Person, die sich als heterosexuell und cisgender identifiziert, die LGBT-Plus-Community unterstützen? Ganz klare Antwort. Aufklären, wo es nur geht. Für Aufklärung sorgen bei all denjenigen, die bewusst oder vielleicht auch unbewusst homofeindlich sind. Versuchen zu kommunizieren, sich austauschen und nicht so ignorant sein. Manchmal sind wir Menschen viel zu sehr mit dem Alltag beschäftigt, dass uns unsere Ignoranz bezogen auf solch wichtige Gebiete unserer Gesellschaft blind macht. Und diese Ignoranz ist meiner Meinung nach ganz klar eine Säule vieler gesellschaftlicher Defizite wie die Homofeindlichkeit, die unbedingt durchbrochen werden muss. Auf dass wir in Zukunft hoffentlich nie wieder diesen Satz hören müssen: Ich bin ja nicht homofeindlich, aber... Danke für nichts.
Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Check gerne das neben mir verlinkte Video von Reporter ab und mein letztes Video auf dem Klo.